Wirbeltiere. Über 60.000 Arten von Wirbeltieren gibt es auf der ganzen Welt. Sie leben zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Zu den Wirbeltieren gehört der Kaiserbarsch, ebenso wie die mongolische Rennmaus. Damit die riesige Anzahl unterschiedlichster Wirbeltiere überschaubarer wird, wurden sie in Klassen unterteilt. Um diese soll es heute gehen. Die Wirbeltierklassen. Zuerst einmal wollen wir uns am Beispiel des Hundes ansehen, was alle Wirbeltiere gemeinsam haben. Alle Wirbeltiere haben einen Kopf, einen Rumpf, die meisten haben einen Schwanz und zwei Paar Gliedmaßen. Außerdem haben alle Wirbeltiere ein Skelett, das aus Knochen besteht. Zu diesem Skelett gehört ein Teil, dem sie ihren Namen verdanken, die Wirbelsäule. Kommen wir nun zu den fünf verschiedenen Wirbeltierklassen. Dieses sind die Fische, die Lurche, welche sich in Schwanzlurche und Froschlurche unterteilen. Dann haben wir noch die Kriechtiere, die Vögel, und last but not least, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com